Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, ich habe den langen Besenritt hinter mir, weil wir können ja im Moment nicht porten, dank des Updates von Hogwarts. Und wir treffen uns heute mit Sebastian. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Erkunden wir die Katakombe. Vielleicht können wir danach einen besuchen. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein, ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn er es nicht weiß. Schülerbericht. Die Arbeit in der Katakombe hat mehr als erwartet zutage gefördert. Mehr über unsere Vorfahren zu erfahren, war sehr erhellend. Aber ich bin auf etwas anderes gestoßen, das ich nicht ignorieren konnte. In einem Bereich hinter dem verfallenen großen Saal, inmitten der umgestürzten Sarkophage, habe ich ein seltsam geformtes Relikt entdeckt. Ich habe sofort seine enorme Macht gespürt. Es wäre mir eine Freude, dieses Relikt eingehender zu untersuchen, wenn es nur erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Ich bin Okay. mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Sieht mir nicht danach aus. Das sind Spinnen. Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Und der Rest der Gruft ist frei von Insekten. Das ist Spinnen aber sind nicht keine besser macht. Insekten. Schon gut. Ach, hier. Die alle zu öffnen ist verlockend. Ne? Versuchen Revelio. wir es doch einfach mal. Nee, das war der Ach, falsche. Wir sind aus einem Grund hier. Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Brauchen wir das, um hier weiter zu gucken? Au, Dieser Raum ist höher, Mensch. als er scheint. Ah, okay. Guck mal hier rüber. Dong, erstmal alles kaputt machen. Frage ist nur, reicht das? Anscheinend nicht. Muss ich das wieder? Revelio. Oh, hier ist noch was? Bekürze. Nein! Ach, hier. Ja, Mann! Die sieht aber auch so verlockt. Hä? Muss ich das erst wegmachen? Aufregung. Ach so. Sagt das so einer? Revelio. Sieht er das nicht raus? Was wird das gerade? Hallo? Das on Ach so, ja, das war das, was ich nicht nehmen konnte. Das Problem ist, wenn wir jetzt da runtergehen, bringt uns das wahrscheinlich nichts. Ich denke mal, wir kriegen das wieder nur hin, wenn wir diesen Mist hinkriegen, dass wir das senkrecht stellen. Das haben wir ja schon mal versucht. Das ist ja sowas von ätzend hinzukriegen. So, so und so. Okay, diesmal hat es jetzt funktioniert. Perfekt. Eine Truhe an einem total unverdächtigen Ort. Toll. Genau. Aber Revelio. ich habe eine Fupa-Statue dadurch bekommen. Also mecker nicht rum. Hast du zwar nichts von, aber das ist mir ja egal. Moment, ich muss aber erstmal wieder umschalten, wenn ich kämpfen muss. Nee, das sind noch da hinten. Ich weiß nicht, warum ich die eigentlich immer Kruzio. Weil die sowieso nichts davon haben, wenn ich sie Kruzio.
Das hört sich bescheuert an, ich weiß. Okay, die ist die eine jetzt tot? Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Das mit dem ruhiger Schlafen habe ich noch mitbekommen. So. Oh, nee, das war nur... Oh, das ist gut. Einmal gemacht und schon geht alles weg. Das ist sehr schön. Da ist noch was dahinter. Okay. Das ist aber alles hier im Raum. Dann können wir weitergehen. Übrigens, ich sag's schon mal vorweg, ich hoffe, dass das Rätsel hier, also diese ganze Bereich, nicht länger als eine Dreiviertelstunde dauert, weil sonst müsste ich mal eben cutten. Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Hier ist sogar ein Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Knochen außerhalb des Sarkophags? Irgendwie seltsam. Accio. Revelio. Okay, also ich denke mal, ich habe es gerade nochmal ausprobiert, ich denke mal, wir müssen tatsächlich nur das machen. Reparo. Nur das machen, wo wir was hintersehen. Scheint nicht alles zu sein. Bombarda. Da geht's weiter. Was haben wir denn hier? Revelio. Müssen da die Stücke Bombarda drauf vielleicht? Und hier denke ich mal, das wird nur eine Kammer sein, oder? Oder da kommt... Wir sind weit gekommen, doch es gibt noch mehr zu tun. Na gut, ich gehe jetzt hier nochmal eben zurück. Der ist in der Mitte. Wir nehmen jetzt einfach mal mit. Komm mal mit damit. Hier beim Altar ist etwas. So, können wir das nicht irgendwie mal... Hallo. Irgendwie mal hier hinlegen. So. Nein, nicht die Pulso. Ah. Okay. Die sind jetzt rechts und links drauf. Okay. Müssen wir das vielleicht doch auch noch dazu tun? Ich war so töricht, das Relikt in meinem Bericht zu erwähnen. Und man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Aber die Wissenschaft muss vor meiner Treue zu den Regeln stehen. Ich habe bei diesem Relikt etwas gespürt. Träger von Zauberstäben aus englischer Eiche sollten eine starke Intuition haben. Ich glaube daran. Deshalb habe ich gehandelt, als niemand hingesehen hat. Ich habe zwei magische Barrieren beschworen, um das Relikt zu isolieren. Die Ahnen mögen mir vergeben, aber ich verwendete ihre Gebeine als Schlüssel. Wusste ich's doch. Ich plane, zum Relikt zurückzukehren, aber erst muss ich mich auf meine nächste Aufgabe vorbereiten, den Imperius-Fluch zu erlernen. Dieser Fluch soll sehr effektiv gegen Feinde sein. Was ist es? Da klappern die Knochen. Revelio. Und jetzt? Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch etwas. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperius-Fluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Glaubst du, die Seiten wurden absichtlich hier gelassen? Slytherin erwähnt einen Schüler mit einer Tasche voller Notizen und einem Händchen für Zauberkunst. Vielleicht wurden die Seiten absichtlich zurückgelassen oder der Schüler hat sie fallen lassen. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. So, die Frage ist... Die Knochen da zu beiden Seiten des Torbogens sehen seltsam aus. Wir sollten jeden Stein umdrehen.
Oder besser, jeden Knochen. Das heißt, Flipendo quasi, oder? Flipendo! Ja, aber nicht auf die Tür. Wenn dieser Turm verbarrikadiert ist, habe ich mir einen Weg hindurch. Oder doch Bombarda? Bombarda! Ja, dann gehen die wieder. Revelio. Kein Reparo? So, natürlich, wenn ich gerade an einem Rätsel dran bin, muss es an der Tür klingeln. Aber endlich ist meine Lieferung da. So, jetzt Revelio. Müssen wir nochmal gucken. Wir können auch noch verformen, habe ich gerade gesehen. Das geht auch nicht. Was haben wir denn noch? Kann ich die hier gar nicht mehr wegnehmen, oder was? Hallo? Revelio. Okay, es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich. Ach, da hinten? Nein, oder? Oh, okay. Scheiße. Jetzt sag mir bitte nicht, ich habe das Rätsel jetzt kaputt gemacht. Indem ich die anderen... Aber die hatten ja nur von zwei gesprochen. Jetzt kann man die anderen nicht mehr da drauf machen, oder was? Och, nee. Ist jetzt nicht euer Ernst. Revelio. Ich versuche natürlich trotzdem noch weiterzukommen. Da ist nichts drin. Warum ich das dann aufmache? Ich habe keine Ahnung, wenn da eh nichts drin ist. Moment, da ist noch ein bisschen Geld. Immerhin. So, Revelio. Da wollen wir nicht reingehen, weil da ist die Spinne. Hier ist aber auch noch was Geld, was wir mitnehmen können. Hier konnten wir ja auch noch weiter. Ich würde sagen, da wir offenbar ja doch durch die große Tür durch müssen, gucken wir hier mal. Ich denke mal, da ist vielleicht eine Kiste oder irgendwas drin. Was uns vermutlich jetzt nicht helfen wird. Ach du Schande. Okay. Da müsste ich jetzt für nach unten. Hier müssen auch Gebeine drauf. Oh. Revelio. Okay. Ich dachte eigentlich, ich könnte da drüber laufen. Anscheinend nicht. Ich komme da tatsächlich nicht hoch. Hallo. Ich wollte gerade sagen, ich kann hier doch jetzt nicht komplett... Confringo! Bringen uns nichts, ne? Habe ich mir schon gedacht. Oder muss ich die Gebeine jetzt... Das kann doch nicht sein, oder? Revelio. Ich brauche einen sicheren Weg hinüber. Ja, ja, ja. Akio. Nein? Ist das euer Ernst? Revelio. Oder kann ich das nicht wegen dem... Ah, ja, das kann auch sein. Confringo. Akio. Jetzt. Okay. Okay. Das können wir wahrscheinlich auch nicht machen. Doch, das können wir. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob da was drin ist. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich das von oben hochkriege. Aber das alles nur für eine Kiste? Das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Ja, komm zu mir, komm zu Mama. Ja, so nicht. Revelio. Na toll, das hat ja super funktioniert. Bin ich denn jetzt drauf? Hallo? Nein? Ah.
zieh mir das mal komplett rein. Ich sehe hier irgendwie nichts. Ich darf ja nicht nach oben gucken. Nö, jetzt fallen die wieder runter. Das ist immer richtig geil. Hä? Revelio. Jetzt liegen die da drunter. Ihr wollt mich doch... Oder muss ich das jetzt von unten machen, weil das sonst mal wieder nicht funktioniert? Hallo, es wäre schön, wenn ihr da rauskommen würdet. Kann ich die da nicht rausziehen? Ist das jetzt euer Ernst? So, darf ich die jetzt vielleicht mal bewegen? So. Aber das sind nicht alle Gebeine. Wieso kann ich die nicht bewegen? Hallo? Der mag das irgendwie nicht. Egal in welche Richtung ich drücke, der will die nicht hochheben. Oh. Sowas nervt mich dann, bin ich ganz ehrlich, weil es sollte doch eigentlich möglich sein, dass man das ganz normal aufheben kann. So, du zum Beispiel. Kann ich dich jetzt auf die rechte oder linke Seite, wahrscheinlich rechte Seite, drauf tun? Ohne, dass du jetzt wieder kaputt gehst. So. Nein, die gehen lieber... Doch. Okay. So, komme ich jetzt vielleicht endlich mal da unten ran? Können wir dich jetzt endlich mal damit verbinden, bitte? Boah, das war jetzt ein Frickelein. Ja, genau. Nee, den wollte ich eigentlich. So, ich sehe nichts. Lumos wäre vielleicht ganz schön, ja. Okay, wieder Spinnen. Bin ich denn jetzt? Nee, die Spinne ist da drunter. Ach, ich komme jetzt hier oben raus, oder was? Nein, nicht da. Hallo. Okay, das scheint aber auch nicht zu funktionieren. Auch wenn sie es diesmal richtig macht. Na gut. Nehmen wir uns das. Achso, das ist um aufzu... Ah, okay. Da ist noch was. Das war jetzt tatsächlich nur wegen der paar Sachen, oder was? Ihr wollt mich doch veräppeln. Jetzt kann ich das immer noch machen. Hä? Achso, nee, aber damit habe ich ja die Tür geöffnet. Okay. Oh. Blub. So, was ist mit dir? Habe ich das jetzt ernsthaft kaputt gemacht und kann das jetzt nicht mehr machen hier, oder was? Tentatium Leviosa. Nein, aber ich sollte einen anderen Punkt anvisieren. Okay. Ich gehe mal stark davon aus, wir kommen immer noch nicht durch. Die Frage ist jetzt nur, was muss ich jetzt hierfür anvisieren? Revelio, Reparo. Nein! Och, wieso... Wieso stellt er das immer um, obwohl ich da gar nicht drauf gucke? Ja, wohin? Komm, sag mir wohin. Rechts, links, Mitte. Ach, da sind noch mehr. Oh, Leute. Ich kann die doch nicht vernünftig amüsieren. Revelio.
glaube nicht, dass sie da hin gehen. Hallo? Revelio. Nein. Ich will einfach nur, dass du mal auf dem bleibst, wo ich drauf bin. So. Jetzt kann ich das da überhaupt nicht mehr angesehen. Das ist nicht euer Ernst. Das nur, weil ich da jetzt vorhin aus Versehen mal Bombarda drauf gemacht habe. Oh Scheiße, das waren die Falschen. Revelio. Nein, jetzt habe ich nicht wieder... Revelio. Och, kommt, Leute. Ich stehe doch direkt davor. Also, es tut mir leid, ich cutte das jetzt hier mal ein bisschen, weil wenn ich hier 30 Mal drauf schieße, bringt euch das ja auch nichts. Ich schneide es gleich so zusammen, dass ja, das funktioniert und ich das hoffentlich noch da reinbekomme, weil so ist es echt ätzend gerade im Moment. Oder aber ich kann es mit Accio machen es hieß, und... Knochen seien der Schlüssel. Also brauchen wir wahrscheinlich Knochenhaufen. Nee, echt? Hat geklappt. Ich wusste, das klappt. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Mhm. Schlauer Witz, ganz ehrlich. Aber nach den letzten 10 Minuten nicht das, was ich hören Warte möchte. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Das Tagebuch erwähnt den Imperius-Fluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Ja. Wo hast du den Imperius-Fluch gelernt? Habe ich mir selbst beigebracht. Sag Omenes nichts davon. Das ist nichts, womit man prahlen kann. Aber er könnte nützlich sein. Ich finde, du solltest ihn lernen. Sollte ich nicht erst wissen, was der Fluch für Folgen hat? Du kennst den Explosionszauber? So ähnlich. Allerdings muss bei unverzeihlichen Flüchen die Absicht klar erkennbar sein. Man muss es wirklich wollen. Nein, wie nicht lernen? Hallo? Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplex. Ich wollte gerade sagen, wo fangen wir denn an? Dann mal los. Das klingt nach Ärger. Sei auf Nein. Kein Ärger. Ich muss erstmal umstellen. Wenn hier unten so viele Spinnen sind, kann ich sowieso nichts mit dem anderen Zeug anfangen. Ich hätte das S-Wort nicht in den Mund nehmen sollen. So, musst du mich so erschrecken? Ich hab gedacht, jetzt kommt nochmal eine neue Runde von Spinnen. Da hinten sind wieder welche. Normalerweise würde ich sagen, da wo die Spinnen... Achso, da kommen wir wahrscheinlich absichtlich... Oh, absichtlich nicht vorbei, ne? Ja, das dachte ich mir schon fast. Noch eine Barrikade? So gut, wie du dich das letzte Mal geschlagen hast, wird das ein Revelio, das ist zu nett von dir. Selbstredend. Das heißt, hier müssen wir weiter, ja? Verstehe ich so. Das heißt, dann gehe ich doch erstmal zu den Spinnen rein, wo ich eigentlich gar nicht hingehen möchte. Oh Gott. Konfringo. Hallo, Partysprengung. Bombarda.
In der Zeit kann ich den gar nicht. Kann ich töten oder was? Contringo! Nicht, dass Spinnen so eine Sauerei machen. Bisschen dramatisch, hm? Tja, lernst immer mal wieder was, ne, wenn du mit mir unterwegs bist. Okay, es ist hier wieder extremst weitläufig. Ich merke das schon. Also es kann wirklich sein, dass ich danach immer einen kleinen Cut machen muss, weil ich nicht ganz so viel Zeit mehr habe und dieses blöde Rätsel mit den Skeletten mich dann ja doch ganz schön aus der Fassung gebracht hat. Weil ich da 20.000 Mal probieren musste, die wieder hochzuheben. So, hier mal alles eingesammelt. Dann, da konnten wir ja nicht hin. Contringo. Revelio. Bombarda. Okay, da ist... Ach, hier. Revelio. Frage ist nur... Ach nee, das ist da drunter. Okay. Da sind Spinnen hinter und da kann ich das so nehmen. Oder auch nicht nehmen. Okay, hier kann ich nicht durch. Achso. Dann machen wir es anders. So nicht geht, dann anders. Diese Katakombe ist verfallen. Genau wie es im Bericht des Schülers stand. Ich glaube, hier war schon lange niemand mehr. Sehr schön, ein neues Ausrüstungsteil. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. So, das heißt, das haben wir jetzt alles. Das heißt, jetzt müssen wir uns leider auf das Rätsel stürzen, wo wir weiterkommen. Was war ich hier? So. Revelio. Ich denke mal, da ist nichts hinter. Und das irgendwie bombarden? Nein, nicht das. Er will mal wieder nicht das machen, was ich mache. Okay. Dahinter ist doch was. Bombarda. Da muss ich... Ach, oder sind das Schalter da oben vielleicht? Ach hier. Hm. Ich dachte, das wird zum Rausziehen. Okay. Hm. Die sieht anders aus als die zuvor. Jetzt haben wir es auch noch mit Runen zu tun. Müssen wir die in einer speziellen Reihenfolge eventuell machen? Revelio. Warte mal, wenn man das obere und... Ist das die hier? Ja, die und die. Da müsste das aufgehen. Tut's aber nicht. Ach so, weil das nicht mehr draußen ist, oder was? Ach nee, das ist das gar nicht. Aha. Nein! Doch. Doch, geklappt. Okay. Obwohl, nee, das... Hallo. Das tun wir mal lieber direkt dahin, würde ich sagen. So, euch tun wir auch direkt dahin. Und diesmal werde ich nicht mit Bombarda oder sowas da draufhauen. Es wäre schön, wenn ihr auch... Hallo? Hallo? Geht doch. Das heißt, wir müssten jetzt da die Seite und die Seite machen. Die ist draußen. Die ist drin, ne? Ach, hier. Ja. Sehr schön. Revelio. Dann haben wir die Seiten durch. Dann haben wir das noch. Das ist diese Treppe und das da hinten. Ach hier. Nee, ach, doch. Doch, ist doch richtig. Aber Blödsinn, dass ich da reinrenne. Sag mir bitte, dass das alle waren. Das war ja echte Knochenarbeit von dir. Ich bin stolz auf dich. Oh, sind wir heute witzig.
Okay. Mir wird klar, was Slytherins Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Die Spinnen? Da sind große. Das ist doch keine große. Die gleiche große. Confringo. Das hört nie auf. Ja, die Kämpfe dauern aber doch immer so lange. Rebellion. Also wenn da so mehrere kommen. Ich würde sagen, warum ist jetzt hier auf einmal Blut am Sprudeln? Hallo? Kommen wir hier durch? Nee, ne? Nee, okay. Confringo. So. Rebellion. Da ist Sackgasse. Na toll. Alles umsonst. Warte mal. Gib noch nicht auf. Genau, gib noch nicht auf. Moment, hier ist was. Das Relikt birgt ungeahntes Potenzial. Seine Möglichkeiten könnten nicht nur der Welt der Zauberei von Nutzen sein, sondern der ganzen Menschheit. Aber das dunkle Opfer, das nötig wäre, um seine Funktion zu enthüllen, ist kein kleines. Bitte das Relikt nicht entfernen, bis wir mehr wissen. Das hört sich nicht gut an. Was ist das? Nee. Okay. Sebastian, das Relikt. Sieh nur. Doch, es ist es doch. Ist das möglich? Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Was glaubst du, bedeutet das mit dem dunklen Opfer, das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Wir sollten die Finger von dem Relikt lassen, ja. Wäre jetzt das, was ich sage, aber er wird sich sowieso nicht dran halten, gehe ich mal von aus. Im Eintrag wird geraten, das Relikt nicht anzurühren. Ich versichere dir, dass wir das finden sollten. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. War klar. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem Onkel. Ja. Hier hinten ist noch was? Oh, okay. Rebellion. Haben wir sonst noch irgendwas verpasst hier? Nee, ne? Außer die Sachen, die wir nicht mitnehmen können. Dahinter scheint aber doch noch irgendwas zu sein. Hier. Okay. Eine kleine... So, habe ich schon umgestellt. Alles gut, alles gut. Ja, ich soll die Katakomben verlassen. Oh, oh. Ist das Ominous? Hi. Ominous, die Geräusche, die wir hörten, das warst du. Mhm. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Ernst sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut. Aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Eieiei. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Gut, dass du Sebastian gesagt hast, er solle die Finger vom Relikt lassen. Wir müssen zusammenhalten. Und Sebastian davon überzeugen, dass das falsch ist. Und wenn nicht, seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Du hast recht. Das scheint alles viel riskanter zu sein, als Sebastian denkt. Gut, wir sind uns einig.
Wir lassen nicht zu, dass er das Relikt mitnimmt. Ich glaube, wir sollten mit ihm reden. Aber ich befürchte, es hält ihn nicht davon ab, das Relikt zu nehmen. Was schlägst du vor? Ich schlage vor, wir verhandeln. Wir lassen Sebastian das Relikt unter einer Bedingung mitnehmen. Danach ist Schluss. Ich dachte, darauf hätten wir uns im Skriptorium geeinigt. Du verkaufst mich doch für dumm. Tu ich nicht, Ominous. Es könnte das Einzige sein, das eure Freundschaft retten kann. Vertrauen wir darauf, dass er weiß, was das Beste ist. Na gut, wenn ich ihm vertraue, vertraue ich auch dir. Die dunklen Künste wirken ungefährlich, bis es zu spät ist. Dann geht. Nehmt euer Relikt. Mehr sage ich dazu nicht. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Das hoffe ich Sebastian, auch. Sebastian, wir sind soweit. Was? Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ominous schon. Gehen wir. Was? Ominous? Ich erkläre es unterwegs. Komm. Ja, dann komm mal. Können wir hier... Ja, es ist fast in der Nähe. Okay. Ist auf jeden Fall jetzt nicht so ein Riesenweg, den wir gehen müssen. Es sei denn natürlich, wir wissen nicht, wo wir hin müssen. Und laufen in die falsche Richtung. Was habt ihr besprochen? Ominous und ich haben uns geeinigt. Ein Moment mit dir reicht also aus, damit Ominous seine Meinung ändert. Hm? Klar. Ich habe ihm gesagt, wir sollten dir diese Chance lassen. Dass das Relikt zu wichtig ist. Da muss doch mehr dahinter stecken. Sag es mir. Wir haben uns geeinigt, Sebastian. Du hast mein Wort. Jetzt bin ich völlig falsch gelaufen. Moment. Ich bin zwar jetzt dem Ding hinterhergelaufen. Ich wollte das nie vor Ominous geheim halten. Er versteht es einfach nicht. Und ich wollte nicht, dass er sich wieder sorgt. Bombarda! Die waren wir doch gar nicht. Ich wäre fast ausgerutscht. Bombarda! Oder auch nicht. Hallo, Leute. Incendio! Confringo! Die Welt hat eine... All das Gras wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollten. Aber es gab Probleme, viele Einstürze. Und dann wurden sie aufgegeben? Genau. Oh, das macht ja nichts. Ja, einen schicken Zylinder haben wir auf jeden Fall noch bekommen. Und... Keine Ahnung, 35 Gold noch, genau. Ja, da wir das jetzt auf dem Hinweg irgendwie nicht gemacht haben, ich weiß nicht, das habe ich anscheinend komplett überlaufen. Hab gedacht, okay, wir müssen dann dahin oder was weiß ich was. Wir schauen jetzt nochmal eben schnell, ob wir noch irgendwas auf dem Weg rausfinden. Da oben waren wir ja auch schon mal. Oder ob noch irgendwas passiert. Das möchte ich dann natürlich nicht rausgeschnitten haben. Weil sie sollte ja eigentlich nochmal mit ihm reden. Oder eigentlich hat sie das ja schon. Als wir gegangen sind, wollte Ominous mich nicht mal ansehen. Das war seltsam. Er war aufgewühlt, Sebastian. Wir haben uns zwar geeinigt, aber das Ganze war nicht leicht. Ich dachte, er versteht es. Er wusste, wir können nicht aufgeben. Es ist viel zu wichtig. Für Anne. Tja, für Anne. Kehre nach Feldcroft zurück. Wo ist Feldcroft? Da muss ich jetzt mal eben schauen. Ach so, da oben. Ja, dann reiß ich da noch eben schnell hin. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Und dann sehen wir uns gleich dort wieder. Wenn wir nach Feldcroft kommen, sollte er nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Sie denkt wie Ominous. Es würde sie nur betrüben. Moment! Oh nein, das ist nicht gut. Was ist los? Oh, da drüben, ein Dorf. Es tut mir leid, aber ich muss mir gerade mal eine Errungenschaft holen. Ja! Man muss nämlich 10-mal die Kühe
flippendieren, damit man diesen Milchshake bekommt. Ich durfte übrigens die ganze Zeit nicht... Oh, hier überall sind Kobolde. Ich durfte übrigens die ganze Zeit nicht fliegen. Ärger in Feldcroft. Es wird angegriffen. Beeilung. Aber so viel Zeit habe ich doch gar nicht. Ich muss doch gleich los. Sprenge einen zauberwirkenden Kobold in die Luft. Also, das war eine Kiste. Was hast du getan? Ich habe Anne gerettet. Mit einem unverzeihlichen Fluch. Aus diesem verdammten Buch. Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperius-Fluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Da hat er recht. Du hast getan, was nötig war. Und das werde ich meinem Onkel beweisen. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen, mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Oh, ich habe ja noch ganz viel zum Einsammeln. Kümmere ich mich später drum, was da noch liegt. Nee, bleib stehen. Bleib stehen. Ich will mit dir reden. Was dachte er sich nur? Verzeihung, Mr. Sallow. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Was war das denn jetzt gerade? Sebastian und ich sind Renrocks Anhängern schon früher begegnet. Dieser Kobold hätte Anne getötet. Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Sebastian wird Feldcroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Warum, Sebastian? Nicht alle. Also, ich kann verstehen, dass der sauer ist. Ich kann auch verstehen, dass er das natürlich nicht will, dass er diesen Fluch kennt, dass er diesen Fluch anwendet und so weiter. Und ja, natürlich, es ist ein unverzeihlicher Fluch.
Und ja, wahrscheinlich hätte er auch jeden anderen Fluch nehmen können. Das ist jetzt wahrscheinlich der Geschichte geschuldet. Aber ich bin ganz ehrlich, nee, ich verstehe es nicht. Kann ich hier? Ach, hier ist keiner mehr, ne? Hier kann ich, oder noch keiner, wie auch immer. Hier kann ich noch mit keinen arbeiten, sozusagen. Er wartet, ach so, in der Schule, in der Krypta auf mich. Ja, dann würde ich sagen, dass ich mich dann erstmal aufmache zur Krypta und dass wir uns dann gleich dort wiedersehen. Bis gleich. Ja, wir sind da. Wo ist er? Hier. Hast du meinen Onkel gesprochen? Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft sehen. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Und sollte er hören, dass wir sie nutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha! Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Na, gehst du da runter? Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Ja, es ist wirklich eine riesen Zwickmühle. Ich will auch nicht lange drum herum reden, weil die Folge jetzt so wahnsinnig lang gedauert hat. Es ist aber eine riesen Zwickmühle. Auf der einen Seite ahnen wir schon, dass das Ganze wahrscheinlich nicht gut ausgeht. Beziehungsweise, klar, unverzeihlicher Fluch, bla bla bla. Dass man die nicht nutzen soll, dass man die nicht kennen soll, kann ich verstehen. Gerade deswegen, weil es ja auch einige gibt, die jemanden wirklich töten und so weiter. Aber ich bin ganz ehrlich, er hat seine Schwester beschützt. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Und wenn es darum geht, meine Familie oder die anderen, bin ich immer für meine Familie. Und genau das Gleiche hat er auch getan. Und da wäre es mir scheißegal, ob es schwarze Magie ist. Da wäre es mir scheißegal, ob es irgendein dunkler, unverzeihlicher Fluch ist. Familie ist Familie und Familie hat man zu beschützen. Ja, mit diesen Worten darf ich euch für heute entlassen. Es war wirklich eine lange Folge und ich bin echt aufgeregt, wie es weitergeht mit der Hauptstory, ganz ehrlich. Ich zähle das auch irgendwo zur Hauptstory dazu, deswegen, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.